Über 200 Tonnen verendeter Fische wurde diese Woche im Fluss Zhejiang der Provinz Hunan in China festgestellt. Ein schmerzhafter finanzieller Verlust für die örtlichen Fischzüchter. Gemäß Umweltbehörden beläuft sich der unmittelbare Schaden auf rund 2,15 Millionen Euro. Die Lebensgrundlage von über 130 von der Fischzucht lebenden Familien wurde vernichtet. Eine Reuße fasst 1,6 Tonnen Fisch. Ich habe 39 Reußen für total 60 Tonnen Fisch. Ich habe mein ganzes Geld da reingesteckt und jetzt habe ich mindestens 1 Million Yuan verloren. Wenn ich all die toten Fische sehe, bricht es mir das Herz. Ich bin vom Kraftwerk Chaoqi hierher gezogen und vom Fischfang abhängig. Staatliche Medien berichteten, dass die Fische laut Umweltbehörden entlang eines 55 Kilometer langen Flussabschnitts gefunden wurden. Der Sauerstoffgehalt des Wassers war viel zu niedrig. Die Shanghai Daily zitierte einen Fischer, der die toten Fische bemerkt hatte, nachdem ein Strom dunklen Wassers durch den Fluss geflossen war. Die Behörden leugneten jegliche Umweltverschmutzung und gaben auch keine Erklärung zu den niedrigen Sauerstoffwerten ab. Der Fluss Zhejiang ist einer von 4 großen Flüssen in der Provinz Hunan. Er mündet in den Dongtingsee, dem zweitgrößten Süßwassersee Chinas.